So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Colossus. Wir suchen jetzt natürlich weiter nach Wyatt, der irgendwie Mr. Stubbins. auf Drogen ist und. Seine Medikamente einzunehmen. Und jetzt ist er verrückt. Er hat sich in den alten Mannschaftsquartieren verschanzt. Er hat Sets Mikrowellenfallen genommen und hält sich damit die Leute vom Leib. Wir müssen ihn schnell da rausholen, damit ich ihm die Medikamente geben kann. Für seinen Verstand. Jetzt erstmal zu schießen. Mr. Blazkowicz. Vergessen Sie Mr. Stubbins nicht. Er macht es doch. Ist doch wurscht. Gut, Sie sind zurück. Dann suchen wir weiter halt später. Alten Mannschaftsquartiere. Mr. Stubbins bringt nicht nur sich selbst, sondern alle in. Warte vor. Bitte, tun Sie ihm nicht mehr weh, als nötig ist. Da oben. Oder vor. Okay, ist ein bisschen tricky, ja. Ist nirgends lang. Runde, oder? Da links, oder? Ja, so ein bisschen. Da kannst du wieder hoch, oder? Findest du irgendwas überhaupt? Ja, ich glaube, da. Nein, da muss. Unten lang. Was meinst du, ist eine Hirndrüse oder was? Auch ich, um Gedanken zu denken. Hirne, Ahne. Ein Dackenschuch. Hier ist schon hoch, könnt ihr auf das Ding, oder? Also gut, könnt ihr einfach durch, oder? Muss schon irgendwie mehr hoch. Ja, doch. Aufschießen? Das war's. Danke. Ich danke Ihnen, Captain. Ich kümmere mich. Runde muss. Keine Ahnung, wo Wyatt ist. Captain, aber schauen Sie mal. Vielleicht ist Wyatt ja bei der Schießanlage. Oh Gott, diese Kopfschmerzen bringen mich um, Tuma. Ich wollte lesen, aber die Worte sind alle verschwommen. Ich lese auch. Hey. Ich hab 1000 Sachen angezeigt. Du musst mal, glaub, zum Ding. Auf die Map vielleicht oder so. Kann ich mit Ihnen reden? Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Zum Beispiel Mars. Ich erkenne eine große Traurigkeit. Es wäre gut, ihm zu helfen. Ich weiß, dass Max Spielzeug mag. Halten Sie doch die Augen danach offen, wenn Sie gegen das Regime kämpfen. Für Max. Mr. Blazkowicz. Ich bin nur etwas verärgert, Max. Spielzeug. Klingt auch nicht wirklich was. Mal die Schilder. Schilder angucken oder so. Vorne ist eine rechts, auf jeden Fall welche. Kann ich es dir ja sagen.
Letzte Nacht lief was mit deinem Freund Bombata. Pick Set Slap. Es geht um Leben und Tod. Ich habe eine Inventur im Schlosslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Und kriegen wir jetzt viele Aufgaben. Wir kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus. Weil wir halt umlaufen. Also vorher sind wir nie wirklich... Haben wir nicht wirklich drauf geguckt, weißt du? Hier ist Munitionsding. Da ist die Ratte. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. So wie Kappe oder so. Waffen-Upgrade haben wir gerade auch noch mal. Links, okay. Das ist bestimmt richtig bei der Shooting Range. Wo ist die Rückseite von dem? Da, Shooting Range. Das soll doch sein, oder? Kommt vorne irgendwo noch hin? Wo muss man sehen? Ah, da runter geht's. Wegspringen oder so? Wenn ich schon diesen Touch lösche, ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Mhm. Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Ist verhungert. Dahin gerannt. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie. Wir brechen auf. Kommen Sie bald. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging. Ein undankbares Gehör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring Sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an.
Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums. Doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Ja. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Oh, Scheiße. Was ist los mit ihm? Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati Shoot haben wir ähnliche Substanzen. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknauf-Set? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt, vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen! Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzuschalten, wenn der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es! Dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen, weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben.
Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Alright, würde ich auch sagen, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Julio.